Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir befinden uns hier gerade auf der Jagd, auf der Pirsch. Wir werden sie uns schnappen, hoffentlich. Hoppla. Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird auf dem Plan? Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein, es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Na, bleibt ruhig mal in Bewegung. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Er ist hier? Aus Rom? So sagt man. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? Hört man sie noch? Wer von uns die Robe des Dogen überstreift? Vetter. Ansehen, die unsere schöne Stadt. Versuch mal hier zu gehen. Dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich, ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisierte. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Calma, calma, Amici. Bitte, das ist doch nicht nötig. Es ist doch nicht eure Entscheidung. Soweit wir wissen, wählt ihr womöglich gar keinen Barbarigo. Oh. Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Basta, wir warten seine Ankunft ab. Seid ihr sicher, dass er kommt? Ja. Signori, wir sollten schneller gehen. Ich fühle mich beobachtet. Grazie, Dante. Wir folgen in deinem Tempo. Diese Wache war eine gute Wahl, Vetter. Wie viel habt ihr ihm bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Schluss mit dem läppischen Geschwätz! Die Wahl des Dogen obliegt keinem von euch. Und ihr seid nicht befugt, Pläne zu schmieden. Vergebt uns, Maestro. Wir dienen wirklich nur euch. So ist der Plan. Doge Mocenico stirbt heute Nacht. Und wenn die Tat vollbracht ist, nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank, Maestro. Gut. Messer Grimaldi. Ihr steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen. Kommt mit mir. Ich will kein Blut vergießen, versteht ihr? Es muss aussehen, als wäre er selig im Schlaf. Natürlich, Maestro. Wann seid ihr ihm am nächsten? Ich habe freien Zugang zum Palast. Ihn mag nicht interessieren, was ich sage, aber er vertraut mir mittlerweile wie einem der Seinen. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco, könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr eher sein Fachgebiet. Ah, Silvio. Zu euren Diensten, Maestro. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich mit meinen Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Cantarella auftreiben. Ja, und was ist das? Die wirksamste Form des Arsens und sehr schwer nachzuweisen.
So, das Gift, ja. Ah, war Bene. Dann ist es entschieden. Oh, das ist ein weiter Sprung. Ich weiß nicht, ob ich den kriege. Besser wäre es, wenn ich da hinten hinspringe, oder? Okay, kein Schaden bekommen, alles gut. Ach, hier ist kein Durchgang für die. Okay, dann müssen wir schnell hier hoch. Ich kann leider auch nicht den Namen von dem Spanier nennen, sonst wäre das ziemlich gespoilert. Aber früher oder später werden wir erfahren, wie er heißt, und dann dürfte das meiste eigentlich offensichtlich sein, was ihn betrifft. Und dann kann ich auch ein bisschen was zu seiner Geschichte erzählen, zu seiner wahren Geschichte. In Wirklichkeit. Vergebt mir, Maestro. Aber ist das nicht vielleicht etwas gefährlich für euch? Euch so persönlich mit den Details unseres Plans zu befassen? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Seid ganz unbesorgt. Die Pazzi waren ein Haufen unfähiger... Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht, der nun eure Stadt heimsucht. Oder dasselbe Schicksal ereilt auch die Barbarigo. Bitte erledigt das prompt. Gut, ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Enttäuscht uns nicht. Der Spanier. Ich bin ein Idiot. Ich hätte sie im Auge behalten sollen. Jetzt muss ich zu Antonio, falls es noch Hoffnung gibt, meinen Fehler wieder gut zu machen. 3000 Flori. Okay. Okay, ich bin ja sowieso schon in der Nähe, wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall konnte er sich da nicht festhalten und ist einfach mal runtergerutscht. Die Truhe ist voll in meiner Villa. Cool. Was ist denn das jetzt so laut hier geworden? Sollte hier weggehen. Wo genau müssen wir hin? Oh, das ist weit. Oh, ich mach's. So, das Schöne ist ja daran, wir hätten jederzeit den Spanier töten können, jetzt momentan. Ich meine, sobald wir ihn sehen, hätten wir ihn umbringen können. Ich meine, es bringt doch nichts, quasi seine Füße und Arme abzuschneiden, wenn der Kopf doch aktiv ist. Versteht ihr, was ich meine? Der geht ja immer weiter. So, ich soll hier hin, ja? Ist wahrscheinlich da rein. Achso, natürlich mit meinem Kollegen sprechen, dann bin ich hier natürlich falsch. Kannst du schneller schwimmen? Achso, ich kann eintauchen. Wow. Achso, das ist schon die maximale Geschwindigkeit. Stimmt ja, die Gibbhausen ja jetzt da drinnen, ne? Ach, da läuft jemand. Schade, der hat Kohle gehabt. Achso, das finde ich immer ganz ärgerlich bei Spielen, wenn man weiß, dass er der Böse ist. Also, selbst die Figur weiß, dass sein Gegenspieler böse ist und höchstwahrscheinlich irgendwas nichts Gutes im Sinn hat. Dass man den einfach nur verfolgt. Dass man den nicht tötet. Ja, ich guck mir mal die ganze Sache an und wenn es sich ergibt, dann töte ich ihn. Ach, er ist ja weggelaufen. Ja, das ist Pech. Naja. So. Ja, wow. Rosa, hallo. Ciao, bello mio. Come stai? Bist du schon wieder zurück? Desolato, mia cara. Aber ich komme nicht zum Vergnügen. Ich muss Antonio sprechen. Es ist dringend. Antonio! Ezio ist hier! Schöne Frau. Nicht wie die Schlampe Lucy. Ezio! Ist alles in Ordnung? Carlo Grimaldi und die Barbarigo stecken mit einem im Bunde, den sie den Spanier nennen. Sie wollen den Dogen ermorden und durch einen der ihren ersetzen. Dann hätten sie ganz Venezia und die gesamte Flotte in ihren Händen. Und mich nennen sie kriminell? Dann werdet ihr mir helfen. Ich stehe auf eurer Seite, Bruder. Und mit mir all meine Männer. Und Frauen. Grazie, amici. Aber Ezio, ich muss euch warnen. Diesmal wird es nicht so leicht.
Der Palazzo Ducale ist das schwerstbewachte Gebäude in Venedig. Ich komme überall rein. Und deshalb lieben wir dich, Ezio. Kommt, sehen wir es uns an. Uns fällt schon was ein. Badabums. Ja, wir kommen natürlich überall rein. Die Rosa weiß das. Einen Weg finden, um das, um in den Palazzo Ducale zu gelangen. Das kriegen wir doch hin. Ein Ausrufezeichen. Diese Sache mit dem Dogen. Schlimm. Obwohl mich ein solcher Verrat nicht mehr überrascht. Als ich klein war, erzählte man uns, der Adel sei gut und gerecht. Und ich glaubte es auch. Obwohl mein Vater nur ein Schuster war und meine Mutter eine Küchenmagd, strebte ich nach Höherem. Ich lernte fleißig, war beharrlich. Aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adliger geboren wird, wird man nicht akzeptiert. Also frage ich euch, Ezio, wer sind die wahren Edelleute Venedigs? Männer wie Carlo Grimaldi und Marco Barbarigo? Nein. Ich sage euch, wir sind es. Die Diebe und Söldner und Huren. Während wir arbeiten, um die Stadt und ihr Volk zu retten, machen die Adligen sie zu ihrem Spielball. Oh. Kann ja schon nichts losrennen. Ich höre ihm dir die. Ich höre ihm gründlich zu. Da haben wir ein Tümpchen. Das nehmen wir doch gerade mal mit, oder? Kann ja sein, dass ich hier irgendwo in der Nähe noch eins von den. Wie heißen nochmal die Artefakte da? Weiß schon bei Side. Codex. Der ist der Codex, der sich hier irgendwo noch befindet. Den wollen wir natürlich mitnehmen, ne? Wir lösen selbstverständlich in jedem Assassin's Creed Teil die Geheimnisse. Das Einsammelbare mache ich selber. Und ja, das war's. Kommst du hinterher? Ach, bist ja ein schöner Dieb. Gut, mein Freund. Den wollen wir mal. Jetzt muss ich nur hören, wie schnell zu dir rüberkommen. Spring nicht ins Wasser. Wenn du stirbst, naja, dann hasse ich dich. So, mal gucken, ob Antonio schnell genug ist, um mir hinterher zu kommen. Hoppla. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Diesmal nur ordentlich. Ich denke mal, wir wollen hier rein, ne? Aber kannst du da aufhören, hinten zu stöhnen? Das ist ja pervers. So, hier kommen wir eigentlich easy lang, ne? Na gut, wir müssen den nicht mal ausschalten. Ah, hier sind wir. Ah. Hallo. Ja, ich gehe gleich runter. Aber nur mit dir gemeinsam. Eigentlich schon ein bisschen blöd, die Wachen, oder? Mal gucken, wie es in den späteren Assassin's Creed Teilen wird. Ob die vielleicht ein bisschen schwerer zu fassen sind. Noch ist es ja recht einfach. Ich glaube, in Assassin's Creed 3 war das auch noch recht einfach. So. Was? Den letzten Trottel. Gut. Noch so eine Szene. Was wirst du tun? Ich weiß es nicht. Habt ihr nicht ganz zugehört? Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden. Jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. Va bene. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Arschloch. Ich muss dazu sagen, ich war schon oben drauf. Von daher. Wir haben da immer das Grab geholt. Also, was denkt ihr? So werden wir nicht hineinkommen. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. Okay. Dürfen nur nicht in diesen roten Bereich eintreten, das ist alles gut. Vor allem, wir werden höchstwahrscheinlich mindestens 20 Leute ermorden, um zum Dogen zu kommen, um ihm das Leben zu retten. Ja, weil wieso nicht? Dein erbärmliches Leben. Oh.
Okay. Naja, gut, das wären schon mal die ersten 8. Oder die anderen hauen einfach ab. Das geht selbstverständlich auf. Wie bitte was? Wie ist das möglich, Freunde? Ups, das war falsch. Ich habe mich offline gestellt, anstatt auf beschäftigt. Ja, schön. Deswegen hat es nicht funktioniert. Oh, ein Augenzeuge. So. 75% weniger. So sieht das der Zero gerne. Alter, lass mich klettern. Danke. Ich will doch nur zum Turm. Okay, das hat keinen Sinn ergeben. So. Ah, hier kommen wir easy hoch. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Ich benutze lieber die Leiter. Das erscheint mir noch leichter. Huch. Gut, solange er noch braucht, werden wir uns hier ein bisschen umsehen. Da ist der Palazzo. Kriegst du es jetzt langsam mal geschissen, oder was? Naja, zumindest schafft er es, die Leiter zu nehmen, wie ich. Seht nur, überall Bogenschützen. Und die Mauern auf dieser Seite sind unmöglich zu erklimmen. Es gibt immer einen Weg. So, mir nach. Jetzt klettert er runter, ne? Naja, was können wir machen? Ach, da hinten sammeln wir mal die Truhe ein, ne? So, hast du es langsam? Bist du da? Hoppala. Wie er noch geschrien hat. Als hätte ich ihn umgebracht. Aus dem Weg, Mann. Stresst mal hier nicht so rum. Dürfen dies allerdings ohne Angst vor Strafe tun. An, bleib. Anschließen. Ich will den bestechen. Gott, dann halt nicht. Ja, ich würde sagen, das hier sieht schon recht einladend aus, oder? Wo sollen wir hin? Na gut, das schaffen wir es nicht rüber, ne? Schade, das ist also ein... Warum? Warum? Gottes, kannst du nicht schwimmen oder was? Es quält mich, Freunde, es quält mich. Ist nicht dein Ernst? Oh. Wir gehen hoch zum Plakat, komm. Okay, von hier aus können wir es nicht schaffen. Dann wären wir wenigstens wieder anonym, ne? Währenddessen wir auf Antonio warten. Ah, da ist er schon. War hier nicht ein Plakat? Da. Gut. Wir sollten uns von Wasser fernhalten. Alter, beeil dich mal hinten auf den billigen Plätzen. Das fass ich doch nicht. So, komm, wir können. So, wo genau? Nein, ich muss vom Wasser fernbleiben. Ich darf nicht springen. Ich laufe am besten hier entlang. Also ein bisschen zu dangerous.
das sieht doch gut aus. Ben, wir haben Glück. Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. Sollen wir? Jetzt? Wie wär's mit dem Plan? Na gut, der Plan ist einfach, hier reinzuspringen. Und Antonio fällt runter ins Wasser. Pass auf. Er wird ins Wasser fallen. Obwohl, wir gehen, glaube ich, hier hoch, ne? Ja. Alles gut. So, wir waren zwar hier schon mal, aber wir haben jetzt einfach mal so getan, als würden wir nicht wissen, wie man hier hochkommt. Jahre später. Ezio, seht! Ist er das nicht? Grimaldi! Versteht ihr nicht, was ich euch anbiete, Signore? Hört auf mich bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein. Ihr wagt es? Verzeiht. Ich wollte wirklich nicht. Ich sorge mich nur um eure Sicherheit. Uns geht die Zeit aus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo! Los geht's. Es ist unmöglich. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja, Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. Oh, Leonardo. Oh, mal gucken, was Leonardo für uns zu bieten hat. Carlo Grimaldi. Nachdem er seinen Palast in Monaco aus politischer Machtgier verließ, wurde Carlo schnell ein wichtiger Gast an den Tischen des venezianischen Adels. Sein Ruf, diskret zu sein, ermöglichte den Eintritt in die Hinterzimmer. Und so schaffte es der Schuft in den Rat der Zehn. Während er den Ratsführenden Ignazio Contarini besuchte, traf Carlo auf Ignazios Tochter. Da sie dringend Hilfe brauchte und seinen vertrauenswürdigen Ruf kannte, vertraute sie sich ihm an. Ihr Vater hatte ihre Ehe arrangiert und sie wollte mit einem der Diener davonlaufen. Sie liebten sich schon, seit sie Kinder waren. Sie planten, ein neues Leben in Mailand zu beginnen, um frei von ihrem Vater zu sein. Carlo schlug eine sofortige Aktion vor. Eine Flucht per Schiff in dieser Nacht. Die beiden Liebenden folgten seiner Anweisung und als sie die Planke überschritten, waren sie frei. Jedenfalls, bis Ignazio an Deck erschien. Carlo wurde für seine Loyalität zur Contarini-Familie belohnt. Die wahre Liebe? Na, sie einfach selbst. Oh, okay, Arschloch. Alter. Na gut. Wir sind also frei, wir laufen zu unserem Freund. Und da werden wir höchst wahrscheinlich was zum Fliegen bekommen. Na gut, stirb! Ich muss einfach. Es geht nicht anders. Sie haben mir den Rücken zugewandt. Es ist quasi schon ein Todesurteil. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kann ich hier irgendwie hoch? Würde es mir was bringen? Ach, lass mich doch in Ruhe. Ja, Rito nur. Da ist er. Lanju. Oh, ich wollte dich runterschubsen. Schade. Ja, tschüss. Wir schwimmen hier einfach mal lang. Hey, wenn du hinterher springen willst, tu es. Das macht er sowieso nicht. Kleiner Feigling. Kannst nicht schwimmen, ja? Ja, ich bin der einzige Assassine. Und bin auch der einzige, der schwimmen kann. Im ganzen Spiel. Kein andere Sau kann schwimmen. In Venedig. In Venedig, Freunde. Die Stadt des Wassers. Kann keine Sau schwimmen. Nicht mal die Diebe. Na gut, aber bevor wir weitermachen, würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute an dieser Stelle und sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.